Mucksmäuschen. Alter, wir haben neue Intro-Musik oder was ist hier los? Hattet ihr es auch manchmal in der Schule, dass man irgendwie einen Schlüssel oder eine Stecknadel oder so fallen lassen hören sollte? Oder ach, was weiß ich. Quatsch mich hier schon wieder um den Verstand. Und ja, Psst. Schule, Stecknadel fallen lassen, kommt da noch Ja, was? dass man das hört. Und dass alle sollten so leise sein, dass man das hört. Und ganz billige Tricks gemacht. Ich finde ja auch witzig, wie dieses Psst wirklich dazu animiert, ruhiger zu werden, ne? Man denkt sich Ja, halt, indem warum? das alle machen, ne? Psch, psch, psch. Man denkt, jetzt ist es lauter als ohne, Leute. Also, ganz ehrlich, habt ihr den Schuss? So, ich muss hier Sachen erstmal hin und her schieben. Das ist erstmal ganz wichtig. Das hier hin. So. Marcel, ich sehe dich immer noch nicht, leider. Ja, ich muss. So! Was ist eigentlich mit hier Discord geworden, ne? Was ist mit. Ach, Leute. Wisst ihr, für euch Bildschirm übertragen? Ja, sicher. Wir schon online oder was? Ja, Nee, 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 sind schon noch online nicht. jetzt. Hallo, so! Stromberg, haben Sie die Abrechnung schon gemacht? Ja! Komm. Also sind wir jetzt online oder nicht? Wir sind online, ja. Hör auf, komische Sachen Uiuiui. zu erzählen. Ja, herzlich willkommen auch an dieser Stelle. Pokémon, das Finale, Grand Finale, würde ich jetzt mal nennen. Es sind ja alle da. Ich bin da, Marcel, Kilian ist wolltest du da, nicht Martin ist eine da. Salbe für deinen Furunkel haben? Die habe ich bekommen, die Salbe. Oh ja, schickt mir die mal privat zu, unterm Ist das Tisch. online hier schon oder? Nee, wir sind Sag noch nicht mal, dass du online. Oma lieb hast. Ja, ich hab Oma Pummi, lieb. ich lieb dich. So, So, heute wird dir Papier weggewichst, würde ich mal sagen. So, da muss ich doch jetzt einfach diese Taste Richtig drücken zerstört und wird, ja. dann. Ja, ich hoffe, dass das auch eintritt, ne? Ah, ich hoffe schon, dass wir nochmal alle Pokémon gekillt werden und nochmal anfangen müssen. Wirklich? Also, Na, ich muss dann sagen, geht's noch eine Weile. damit hast du recht natürlich. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass es so gut wie vorbei sein könnte. Aber man muss ja auch sagen, es gibt auch ein zweites Mal die Top 4. Ich glaube, dann ist es stärker. Das Was? wäre noch ein Reiz. Das machen Gibt's wir nicht? nicht. Weiß ich nicht. Warum nicht? Hä, na Boah. klar. Sonst haben wir das Spiel nicht durchgespielt. EP-Teiler war ja jetzt Man der kann ja auch dann Plan. in der Top 4 trainieren, ne? Auf jeden Knutschi Fall. Ja. Mausi 978 Like, wenn du nur wegen Martin da bist. Okay. Ich habe mal ein bisschen Werbung bei Instagram heute gemacht für unseren letzten Stream hier, dass wir auch ein bisschen Chatbeteiligung kriegen. Für das Finale, ja. Man muss auch sagen, das erste Pokémon hat Leute gezogen, aber jetzt kann ja auch an der Zeit liegen. Weiß man ja nicht. Ja, der Hype ist vorbei. Ist ja schon seit den 90ern nicht mehr. Nee, das ist mir schon wieder alles. Ich will hier zu dem Dingsbums. Porygon ist nicht unser Kumpel. Na, der macht wieder irgendwas, wo du dann wieder denkst, der ist crazy. Der ist auch so beim Kampf, zieht er einmal sein T-Shirt aus und man denkt sich, okay. Ich bin raus hier, Alter. Dann weißt du, das sind immer die Durchgepeitschten, die irgendeinen kranken Scheiß machen. Und dann hast du keine Zähne mehr. Rosa-Ring war auch so ein Kandidat, der mir auf die Nerven ging. Unser Ring wollten wir auch nicht. Nee, wen suchst du jetzt hier? Ja, das legendäre Viech. Ja? Das Okay. hier, nee. Und Konnte hier, das das jetzt kann Konter, Konter. das Ja, es ist. konnte Konter. Ich habe es in der Folge gesehen, das konnte Konter. Siehst Es du. konnte Konter. Haha, verstehen Sie. So, guck mal, wie das läuft. Was trainieren wir denn jetzt Ja, noch? dieses Stahlviech trainieren wir jetzt. Nutzkopf, Ah ja. 43. Guck ja noch, Da, 7 letztes Level Mal und keinen Druckkopf mehr gehabt. dann Ja. Zonderpongpongs und dann geht's los. Psychokinese? Ja, hättest es auch mal umbringen können. Ja, Mensch, wie geht's euch? Dass man mal jetzt Gut. privat noch mal redet, weil. Gut. Sorry nochmal, dass es Montag Ich nicht habe klar eine ging. neue Handynummer. Ach stimmt, ja, die wolltest du jetzt auch Achso. noch mal schicken, hier auch privat, also öffentlich. Sag die doch noch mal ganz kurz an, ich würde die nebenbei eintippen wollen. Warte, hier PIN-Code.
3, achso. Nee, ja, und ansonsten alles super. Alles schick. Aber Kian wollte noch was ausführen, tut mir leid. Sorry, dass es Montag nicht geklappt hat. Aber ich habe ja die Woche mit einem neuen Job angefangen. Und das hatte mich dann irgendwie alles auch mitgenommen. Aber es lief sehr, sehr gut, es macht Spaß. Und jetzt kenne ich meinen Zeitplan und ja, es wird Montag hoffentlich dann auch wieder klappen. Mhm. Dein Job ist, Marcel dabei zu helfen, Pokémon zu trainieren. Ja, weiß ich auch nicht. Ich gebe dir doch immer so viel Geld dafür. Sonst würdest du doch die Beleidigung gar nicht aushalten. Das ist pures Gold, was ich hier sehe, schon alleine das. Gar nicht mit Gehalt zu bezahlen. Habt ihr es auch manchmal, dass ihr einen Tag ein bisschen schlechter seht als sonst? Das habe ich manchmal. Oh ja, das ist ja, das ist ja ein Garant dafür, dass man eine seltene Krankheit hat. Ich hab das manchmal, wenn ich mich übelst doll beeilen muss und auf Arbeit fahre oder irgendwo anders hin und ich habe meine Brille vergessen, aber sonst passiert mir das nicht, nee. Ich hatte es heute früh, jetzt geht's eigentlich wieder. Aber manchmal. Long Covid! Nee, das hatte ich schon vor. Davor. Impfung. Oder du hast dich zu oft angefasst. Achso, naja, hat meine Haare dann hier drauf, ne? Ja. Am nächsten Tag einfach nichts mehr sehen, weil man sie einfach geblendet hat. Einmal, also es war einmal zu viel, ja. Das wäre so geil, so nach irgendwie 50 Jahren oder so. Kriegst du das wirklich so? Das wäre lustig. Dachtest du immer, ja, was die Leute erzählen? Nee, nee, wenn du dich anfasst, dann kriegst du Haare auf den Zähnen und so ein Kram. Und alte Menschen sehen haariger aus. Warum wird hier ein Pokémon Level 50 trainiert, frage ich mich. Kriegt DP-Teiler, ja. Genau. Ich hab warum das mit kann Marcel ich nicht von, mal selber ran? Weil das... Ja, das andere das, ganz schön viel Damage und, drückt, muss ich und sagen. Und im Video sah das auch so aus, dass das nicht killen konnte. Ich glaube, wir haben das probiert. Das soll gleich in die Top 4 gehen, meine Freunde. Ja, aber es kann ja, da den K.O.-Attacken aushalten. Ja. Also es kann da auch geil sein. Jetzt hört man auf zu schreien hier schon wieder. Wir wissen nicht, was in der Top 4 kommt. Es wird uns nicht wegsterben. Nee, ich bin jetzt unzufrieden mit der Gesamtsituation. Du willst Nuskopf nicht mehr mitnehmen, sagst du, oder was? Ich mach deinen Spaziergang. Okay. Ich spaziere nur hier. Und reg mich über die Demokratie auf. Also, nee, das habe ich nicht gesagt, das habe ich gedacht. Was ist denn eigentlich mit Sichlor? Aber eigentlich ist es ja nicht Sichlor, sondern Crow, den wir mitnehmen könnten. Jetzt kommst du auf die Tour. Ich habe letztes Mal das angesprochen, da hast du gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja, da war ich nicht mehr da. Nee. Du hast dich mit Martin Sichlor abgesprochen. Sichlor ist Level 26, Alter, das kannst du nicht machen, ey. Wie weit willst du denn das hochdribbeln? Auf 50 halt, und dann sind halt die anderen Pokémon wenigstens so 53 und dann kann man halt auch fighten. Ich habe dich mehrmals gefragt, ob wir Ente mit gegen Crow einsetzen wollen, da hast du gesagt, auf gar keinen Fall. Ich glaube, mit einem Team aus nur 50er Pokémon schaffen wir die Top 4 nicht. Wir haben da noch die Sonderpompons. Was kommen wir aus Sonderpompons? Sonderpompons willst du bei Level 50ern willst du die verschwinden? Der kann... Ach nee, warte mal. Das ist mir jetzt hier zu gefährlich. Ich weiß nicht, ob... Welche Generation ist die dritte Generation? Ja. Hat man da das schon... War das nicht so, dass das hier noch gar nicht existiert mit diesem Spezial und ach, ist so alt. Ja, versteht mich wieder nicht. Schrei ich schon wieder? Ach. Dann wird das hier heute ein reiner Trainings-Screen. Nein, wir sind gleich fertig. Es kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln. Schalt einfach in einer halben Stunde noch mal rein, dann wird's geil. Vielleicht. Ja, vielleicht ist es, ja. Und dann sieht man so, wie ich weine. Alle weg. Der wurde ja komplett auseinandergenommen. Der erste was Trainer für Pokémon schon. Kommen, ne? Nee, weil weiß nie, in keinem Kampf. So, bei so Randomizer weiß man nie, so was kommt, ne? Können 6 Legendäre sein, aber es können eben auch 6 Karpados sein. Ja. Obwohl wir eingestellt haben, dass das immer die letzte Entwicklung sein muss. Also wir werden nicht gegen einen Raupi kämpfen oder so. Der erste Trainer hat 3 Raupis. Naja, das wäre so witzig, aber... Level 3.
Aber eigentlich. Wir haben hier schon einiges gesagt, was da nicht passiert ist. Ja, stimmt. Mit dem Wunderkind, Nido King, Queen. King? Ich glaube, es war King in dem Fall. Ja, King. Den haben wir zweimal weggefangen, obwohl das nicht möglich ist. Nee, und ansonsten habe ich am Wochenende ein paar heftige Songs aufgenommen, die bald rauskommen werden. Haltet Ausschau. Escalate. Oh. Es wird wild. Wo hast du die aufgenommen? In Dresden, habe ich auch im letzten Stream schon erzählt. Ich bin... Da hast du dir gesagt, na, dann kannst du ja nochmal nach Kotte kommen, weil danach musst du arbeiten. Oh, ja. Warum schaffst du es nicht in den Discord, Jonathan? Zeittechnisch? So, guck mal, Level 45 also schon. Willow. Noch 5 Level. Ab 45 geht's bergauf. Der Martin wieder mit seinen schnippischen Kommentaren. Ach, das war das Problem an diesem Bär. Jonathan verrät hier private Sachen. Das darf niemand wissen, was da im Chat steht. Können wir das bitte rausschmerzen? Gott sei Dank habe ich diesen... Nicht, dass man den Chat sieht, wie einige von mir. Meinen Kollegen, Mod sei Freunden. Dank. Mods, könnt ihr bitte den mal sperren? Der tut hier private Sachen. Ärger mich auch schon. Martin ist im Internet ganz schön selbstbewusst. Ja? Da unter seinen Freunden hier im Pokémon-Ding hat er ganz schön große. Aber privat geht alles wieder über einen Anwalt. Jetzt bin ich ganz schüchtern. Ach, du bist wieder warm. Wenn es eine Männerrunde ist, hä? Los, Marcel, töte den! Bring ihn hoch! Der hat ja noch Augen. Du musst ihn ja blind machen. Muss ich mir hier anhören. Mit selbstbewusst und alles. Stehe ich überhaupt nicht drauf. Ist ja gar nicht mein Ding. Das sind halt hier meine Freunde. Die verunsichern mich halt nicht wie manche andere Leute. So, jetzt noch Drago. Wie hat sich Drago rangemacht da vorne? Das weiß ich auch nicht mehr. Gut, solide. Lass es uns einfach rausfinden. Ach, der hat das bestimmt gewonshottet. Easy. Ein Aeroas und dann... Oh geil, Aeroas drauf. Ciao, Kakao. Tengulis kann mal kommen die ganze Zeit. Ne, der Kollege nicht. Hast du das eigentlich mit... dass es so schneller läuft? Oder ist das die normale Geschwindigkeit von dem Spiel? Das wäre krass. Er hat, so eine Power-Treads an. Er kann normal laufen. Oder was? Was ist das? Aeroas? Was macht denn Aeroas? Ja, easy. Okay, alles klar. Das kann nur kommen die ganze Zeit, bitte. Du kommunizierst mit dem Chat. Ich war gerade komplett verwirrt, Marcel. Hey, warum hat dann das jetzt überlebt schon wieder? War das so voll... Ach, ich raste schon wieder aus. Wird heute noch ein Shiny-Pokémon gefangen? Na, vor allem... Das ist ja... Also, wie gesagt, es ist übel schade, dass es nicht geklappt hat. Dass ihr es gefangen habt. Oder dass Jonathan halt 5 Sekunden zu spät war, das war echt traurig. Ja. Aber das heißt, wenn wir noch mal eins sehen, können wir es fangen. Das ist halt auch was Gutes irgendwie. Ja. Da müssen wir nur noch eins sehen. Wir haben schon 2 in diesem Run gesehen, so es kann schon passieren. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Dragoran ist doch nicht so gut. Das war eine Psychokinese. Wenn der eine Volltreffer-Psychokinese macht, bin ich tot. Ich gehe noch mal in Pokémon Center. Ist mir egal. Ist mir egal, was ihr dazu sagt. Ja, okay. Mann! Komm, das muss doch möglich sein. Und zack, Dragoran tot. Nee. Das wäre so schlimm. Jetzt machen wir Experimente. Aber wenn er halt Angst vor Level 40er Pokémon hat, dann braucht man halt nicht in die Top 4 gehen. So. Beruhigt halt so. Euch mal! Ja, aber was ist denn? Wir kriegen das schon alles hin. Wir haben 2 Legendary Pokémon. Wir haben Dragoran. Hier werden schon wieder private Sachen im Chat gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen darf.
Das hier möchte ich bitte vorne haben. Ja, dann heiter weiter. Jetzt ist das wieder. Übrigens, in einer Woche kommt ja das neue Pokémon-Spiel raus, ne? Wie wir alle wissen. Marcel macht wieder Werbung hier. Steckt sich schön das Geld in die Tasche. Von Nintendo, ey. Ja, hier, der Typ da. Der kleine YouTuber. Gib dem mal. Im Krieg und im Internet ist alles erlaubt, Marcel. Sagt man ja so. Und in der Liebe muss man höllisch aufpassen. Da gibt es einige Regeln, die man sich halten muss. Das ist auch so, ne? Es sind auch so Sprüche. Naja gut, umso älter man wird, ne? Rafft man die dann immer erst. Ach so, das bedeutet das. Weil man scheinheilig sein kann in der Liebe. Dass man schön andere Leute ausspannt und alles. Und dann sagt man ja, weil ich sie liebe. Psychokinese? Ja sicher. Jedenfalls bei der Fahrprüfung. Genau, ja, viel Glück bei Fahrprüfung. Der Druck ist immens. Ja, ich sag mal so, es gibt Schilder, an die hält man sich einfach und dann klappt das schon. Da fährst du ein bisschen. Rechts vor links ist auch wichtig. Da einparken. Und ja, der Rest ergibt sich, sage ich ja immer. Schulterblick. Aber was ist die erste Probefahrprüfung? Ich verstehe es nicht, also. Ist es nur eine Probe oder ist es nur eine Fahrprüfung? Macht es Sinn? Ich verstehe nicht. Kenne ich gar nicht. Erste Probe, Fahrprüfung. Achso, ich glaube, dass du das mit dem deinem Fahrlehrer übst. In Prüfungssituationen, okay. Aber es ist noch kein Prüfer da. Ah, okay. Das ist, glaube ich, das. Klar, ein Taubsi, das haben wir ja noch nie gesehen. Mhm. Ich find's fresh. Okay, das dauert doch irgendwie länger, als ich jetzt gedacht habe. Weil auch nicht die richtigen Pokémon kommen. Level 45 oder 46. Marcel, guck mal in den Chat. Das lese ich nicht vor. Das ist schon wieder eine Sache. Woher kommt die, wie sickert das denn durch, frage ich mich. Das ist ja wirklich... Das sind geheimste Sachen, die hier stehen. Das war ein Reh. So. Psst, aus jetzt hier! Schlimm. Ihr sollt mich echt hier im privaten Ruin führen, habe ich das Gefühl. Dass das ich gar nicht mehr mit meiner Familie hier rede. Einfach so, als wenn jemand da irgendwie, weiß ich nicht. Dein tiefstes Geheimnis auf einmal kennt. Denkst du dir, wie geht das? Ach so, heilen wollte ich mich auch. Na gut. Wir müssen den Leuten hier eine Show bieten, wenn wir schon nur trainieren, ey. Ja, ist halt jonglieren mal nebenbei. Ich wollte auch gerade sagen, leider kann ich nicht jonglieren. Mach mal einen Zaubertrick oder so. Kannst du nicht deinen Daumen verschwinden lassen? Ja, genau, dieser hier, ne? Ich krieg's nicht mal mit der Kamera hin. Nein, ach! Also in einer halben Stunde wird's hier richtig spannend, auf jeden Fall. Dann wird's... Dann kracht es aber mal so richtig. Down. Oha. So, das ist Level 46. So, noch 4 Levels, Leute. Und dann nochmal 4. Und dann... Für jedes Pokémon. Ach, das Urdering ist... an Angst hat. Na was, also wie gesagt, ich denke, wenn wir so ein paar 53er, 54er haben oder so, also, ja. Meinst du, das macht das... Also ein weiser Mensch hat mal zu mir gesagt, ja, man levelt ja auch noch in der Top 4. Ja, das stimmt ja auch.
Aber es ist halt nicht die Welt, so, ne? Da kriegt man bestimmt nochmal so 3-4 Level auf jedem Pokémon. Auf dem Trainer? Also, weiß ich nicht, ich denke, du kriegst vielleicht 2 Level aus einem Trainer raus. Vielleicht? Max? Ist Max auch noch da? Okay. Max kriegt auch einen. Kann nicht mal jetzt... Die Nerven! Was wird eigentlich danach gespielt, wenn wir hier durch sind? Das sind immer so die Fragen, ey. Das glorreichste Game aller Zeiten. Grandia 2. Blattgrün? Pokémon Blattgrün. Okay. Ich glaube, wir können nicht danach gleich wieder ein Pokémon ballern. Ein bisschen da... Ja. Blattgrün war aber cool so. Es ist halt wie die erste Edition, ne? Das ist ja wie die erste, genau. Also vielleicht auch die erste. Also. Ja, aber es ist halt ein Remake der ersten. Na dann Mortal Kombat. Ja, X-Games. Ach stimmt, das wollte ja Jonathan. X-Com. Da X-Com. Muss ich mir noch eine Ausrede einfallen. Also ich meine, Wir dürfen... Das geht halt nicht zum Streamen. Das streamt man nicht. Das hat halt Angst, dass er dann in aller Öffentlichkeit reinscheißt und das verstehe ich auch. Du willst dich nicht rechtfertigen? Rechtfertige dich. Okay. Ich hab dazu nichts zu sagen. Nathan bettet auch danach, dass du das spielst mit ihm. Ich komm bitte. Ich hab so Bock. Oder Kilian, der würde. Ja, genau. Ich halt Marcel den Rücken frei. Genau. Ich weiß doch, wie XCOM ist. Da steht eine Trefferwahrscheinlichkeit von 98% und du denkst ja, easy. Und dann trifft er nicht. Und die Gegner haben eine Genauigkeit von 70% und treffen alles. Man hat Hass ohne Ende. Aber ja, man kann vielleicht... Gucke ich mir das nochmal... Geht es nicht auch übelst lange? Können wir nicht einfach kurze Spiele spielen? Zelda. Kürzestes Spiel aller Zeiten. Weil der Kürze liegt ja bekanntlich, also. Ne? Die Würze, ne? So, das ist ja jetzt hier ein Trauerspiel, muss ich sagen. Das fühlt sich schon wieder an wie eine Stunde, aber es sind erst 20 Minuten. Auf welchem Level ist denn jetzt hier unser Dings-Pokémon, Kroko? So, interessanter Kommentar. Oder passiert was? Heute noch was? Oder, Ja, es tut weh. Ja. Wir müssen dieses Viech hier noch. 3 Level noch. Und wir haben angefangen. Ja, das geht. Mit. Da war es Level 43 oder so. Also, ja. Es die ist Level mühselig, werden ja leichter. Aber es ist. 20 Minuten noch, dann wird's hier richtig geil. Aber vom Feinsten. Marcel zeigt sein Tattoo und alles. Das Arschloch. Also von kann man vielleicht auch noch sehen. Muss man gucken mit dem Twitch-Bann dann, aber ja. Das sieht man ja jetzt schon. Was habe ich erst lange? Habe ich später verstanden, ja. Gut. Weil ich ein Arsch bin. Stehen Sie? So. Was ist denn jetzt hier? Es passiert hier nichts und wird die ganze Zeit nur das Gleiche gemacht. Das ist halt der beste Spot, um zu leveln, so, ne? Das versteht wieder keiner. Ja, weil es sich doch manchmal nicht so anfühlt, ne? Das Tattoo kennen wir doch schon. Das Arschloch-Tattoo, oder? Obwohl, ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht, dass das Disziplin ist, was Marcel hier gerade macht. Beim Trainieren. Das haben ja die Leute heutzutage gar nicht mehr. Immer schnell Instagram. Nee, immer schön schnell nächste Dingsbums im Kopf rein. Dopaminspritze. Deswegen nehmen die auch alle Drogen und alles. MDMA und wie das alles heißt da. Ich weiß es doch. Jetzt habe ich die falsche Attacke gemacht. Ist jemand gestorben? Nee. So, wie viel Fluchtseil habe ich da noch? Wo ist Fluchtseil? Ich habe kein Fluchtseil mehr. Gar nicht. Das ist frech. Ich will dir gerade ja. Ich glaube, du müsstest das Tattoo echt kennen.
glaube, ich hatte eine kurze Hose an. Gibt es denn bei der Version von Pokémon hier keinen Schaufler? Hier gibt es Schaufler, ja. Und warum setzte das nicht statt Fluchtseil ein? Weil ich kein Pokémon hab, was Schaufler hat. Togepi. Kann man Taucher machen? Geht Taucher vielleicht? Nee, das wäre zu krass, ne? Hier nicht einsatzbar. Dafür brauchst du Wasser. Okay. Ja, aber es funktioniert so wie Taucher. Lass mich doch, wie Schaufler. Ja, aber im Wasser. Das ist... Taucher ist Schaufler im Wasser. Aber ja, ja, ist so okay, Mann. Das war halt eine Hoffnung, die ich hatte. Aber draußen hätte auch Schaufler nichts gemacht. Also direkt vor der Arena, wo du es ausprobiert hast. Guck mal, jetzt ändern wir nochmal das alles mit, das Cameblitz zu sehen ist. Dann sieht das nicht alles so gleich aus, oder? Weil sie hatte so das Gefühl, oh, wo bin ich hier nur hergeraten? Hallo? Geheimnisvoll. Wo sind wir denn hier? Hä? Ja, ich bin gar nicht hier. Hier waren wir noch nicht. Aber hier muss es irgendwo rausgehen in der Höhle. Na klar, Volona. Dich haben wir ja noch nie gesehen in dem ganzen Spiel hier. Das könnten wir auch mitnehmen. Ja. Haben wir nicht noch einen Brunona? Wir können es aber auch lassen. Ich glaube, wir haben zwei oder drei. Ja, ich glaube zwei, ja. Und noch ein Bullpix. Die werden wir daher geworfen. Wie so aus so einem Gacha-Automat. Was für ein Automat? Gacha. Gacha, catch 'em all. Was? Surfer! Genau, und TMs können wir auch nochmal dann angucken, ob wir da irgendwie jemanden, weiß ich nicht, ja, sowas wie Erd... Kräfte oder ja, so beibringen wollen. Aber das machen wir wollen erst vor der Top 4. Ja. Warum ging meine Attacke dann wird nicht? Sich, mit Hypertränken wird noch sich noch zwei eingedeckt. Level. 48. Viertelstunde, würde ich mal sagen. 10 Minuten, sage ich. Vor einer Stunde gesagt, ja. 10 Minuten, sage ich. Ey, wir streamen auch erst 27 Minuten. Das ist schon, man braucht halt die gewisse Vorbereitung. Sonst scheißt man sich halt rein und wir brauchen nochmal 30 Stunden. Ich weiß doch, wie es war. Am Brunnen war ich. Nee. Zwei wir hätten jetzt noch einen Glurak, das wäre so schön. Ein shiny Glurak. Oder ein Garados dazu. Oh ja, Garados tat auch weh. Aber es wurde ja nie zu Garados. Deswegen, es war verschmerzbar. Ach ja, Leveln ist so meine Lieblingsbeschäftigung. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, aber wir müssen schon noch zwei Pokémon Level 55 leveln. Sonderpongpongs. Nein, wir gehen da rein. Unvorbereitet. Wieso, wie sich das gehört? Auf easy. Mann, dann verlieren wir halt die Pokémon. Dann ja, dann ist es halt so. Oder haben ach, wir die Sonderpongpongs? Dann müssen wir alle doch mal. Dann würde ich nochmal neue Start vorschlagen. Nee, das kannst du auch lieber. Nee, dann müsste man halt den 24-Stunden-Stream machen und... Ach, genau, dann machen wir einfach den 24. Bringen wir jedes Pokémon auf Level 100 und dann reiten wir da rein. Achso, das habe ich gar nicht gelesen, den Kommentar. Sehr gut. Ich sag mal so, wenn ich das Tattoo zeige, dann könnte man auch den Damm sehen, ja. Dürfte man den Damm eigentlich zeigen? Mal einfach nur Interesse halber gefragt. Ich frage für einen Freund. Wenn du alles andere verdeckst... Da ist ja nichts. Ja, oder? Das ist ja nur Haut. Vielleicht ein bisschen Haare. Ich glaube, man... Ja, weiß ich nicht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir können es ja mal ausprobieren. Twitch war selten davon. Und Strike. Darf man. Darf man, wird gesagt. Ja, aber das sagt eine Person, die das, glaube ich, gerne sehen will. Also, den Bann. Ich weiß nicht, ob sie den Damm sehen will, aber... Gerne machen. Ja, unbedingt. Den Witz bringe ich jetzt auch einfach nochmal, weil der gar nicht so gut ankam, aber dann sitzt du gebannt vor Twitch. Geil, ja, ich liebe den Witz immer noch. Schon gut. Gebannt vor Twitch sitzen. Verstehen Sie? Wenn man da gebannt... Ja. Ach, das versteht wieder keiner, den Humor. Nee, das ist für die Leute zu weit. Wisst ihr, da hat man Literaturwissenschaften studiert und die Leute verstehen es einfach nicht. Es klingt so ähnlich. Hallo, irgendjemand? Wirklich.
So, Level 49 wäre jetzt langsam mal. Sonst wäre ich aggressiv. Nee, ich meine so für den Spannungsbogen wäre das jetzt... Einfach ein Level runter noch, für den Spannungsbogen. Marcel, du kannst es jetzt natürlich nochmal fighten lassen für die Solo-XP und gucken, ob das jetzt vielleicht kämpfen kann, aber... Wichtig wäre doch kurz vor Ende noch Experimente einzugehen, das wäre mir am liebsten. Das Lustige, ja, wenn da steht, erreicht Level 47? Ach, 49. So. Jetzt haben wir so lange von 49 geredet und es ist immer noch nicht 49. Los guter jetzt. Guter Wein muss eben reifen. Legendäres Pokémon, genau. Dich. Feuerode im Rhein, sehr gut. Und das war, das kam in Shiny das letzte Mal. Das kam in Shiny, ja. Wisst ihr, wie selten, wie ultra selten das ist? Ist schon selten. Wie schlimm, ne? Ist schon. Aber Marcel, selten. Hätten wir das gekriegt? Was hatten wir denn an Bällen dabei? Ich sag mal so, vielleicht. Achso, das ist ja ein... Jetzt macht er Scheiße. Wie viele Bälle haben wir? Vier. Ja, es wäre schon im Bereich des Möglichen gewesen, aber... Alter, wer hat denn da 64 Hyperbälle gekauft? Ja, wirklich, nach dem Ding, als wir den Meister benutzen wurden, ja. Waren wir einfach durch. Da sind wir panisch geworden. Stimmt, da hatten wir auch 30 mit oder so und wir haben es nicht hingekriegt. Es ging einfach nicht was in den Drecksfall. Was möchten sie kaufen? Alles! Gib mir alle deine Hyperbälle, die haben so gut funktioniert. Dass ihr den Meisterball da einfach rausgehauen habt, doch. Das war der letzte Ball. Das Viech hat uns echt besiegt. Na, für den Kollegen hier, den wir gerade haben vorne. Der hat wirklich, ich weiß nicht, wie viele Bälle hatten wir? 40, 50, alle gefressen. Also das heißt, der will gar, eigentlich will der gar nicht im Team sein. Ja, eigentlich wollte der frei sein. Der hätte es doch verdient, also er hat uns eigentlich gebrochen. Und dann haben wir gesagt, nee, Kollege, du kommst jetzt trotzdem mit. So schlimm. Der war eingeschläfert im roten Bereich oder paralysiert im roten Bereich. Ich bin doch eigentlich aber frei. Aber gleich nach dem ersten Ruckeln gleich wieder raus aus dem Ball. Da waren einige Momente, wo ich Hass hatte ohne Ende. Ja, das stimmt. Das muss ich mir nochmal angucken. Vor allem der vorletzte, den wir geworfen haben, das war auch ein Timerball, der halt immer besser wird. Ja, und da ist er rausgekommen. Ich dachte, der geht hundertprozentig rein in den Ball. Und dann im letzten Wackeln geht er nochmal raus. Hass, Hass, Hass. Ah doch, da muss ich Marcel nochmal sehen, wie er das... Marcel, nee, da war ich schon, ich war schon gebrochen, ich war, da war ich schon, ich hab, vielleicht ich hab gesagt... Vielleicht verrät ja der Titel irgendwas. Ja. Meisterball irgendwas. Bitte brechen Sie mich. Stehe ich überhaupt nicht vor, warte. Gebrochen zu werden. So macht ihr das auch mit den Girls, brechen oder anbrechen oder... Was machen wir mit den Girls? Das habe ich jetzt nicht. Da möchte ich gerne nochmal genauer. Na, dass wir die brechen. Okay, da habe ich es doch. Okay. Ist das jetzt schon mal Level 49 oder habe ich was verpasst? Ein kleiner Herzensbrecher, Marcel. Das ist ja hier Nuzlock. Ja, die neue Kunst. So, jetzt ist 49. Ein Level noch, Leute. Ein Level noch. Und dann nochmal ein paar. Dann geht's zur Top 4. Ich bin so aufgeregt. Rosaring! Niemand möchte dich! Azumarill, hau ab! Ja, komm nochmal, fünfmal bitte. Hat jemand meinen Namen gerufen? Geht die Party schon los? Achso, hier mit den Girls mitnehmen, obwohl sie es nicht wollen. Wie mit dem Pokémon. Ja, verschmeißen wir den Meister mal drauf. Man muss sagen, das ist auch jetzt gefährlich, was hier aufgebaut wird für ein Szenario. Nicht, dass hier noch doof, oder? Wenn jemand nicht mit möchte, dann kommt diese Person auch nicht mit. Okay. Aber zum Glück leben wir in der Welt der Pokémon. Ja. Wo die gezwungen werden. Rein ins Bällchen! Sei mein Sklave. So, jetzt noch ein Level, wurde ja gesagt. Und dann noch eins.
Weg. Sehr gut. Das sind Anschuldigungen hier im Chat. Das ist, da kann man das ganz schnell mal ins Gefängnis pervers, gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Verleumdung. Vor allem, ja. Ich finde auch gut, dass du davon ausgehst, dass wir irgendwie jemanden mitnehmen. Also, dafür müsste man ja, also, die Voraussetzung ist... Rausgehen. Ja, genau. Überhaupt jemanden finden. Und eine Angst vorm Leben haben. Obwohl, ja gut, mitnehmen, obwohl sie es nicht wollen, bedeutet ja, okay, man muss nicht bei der anderen Person, okay, doch, ich hab's jetzt. Jetzt hab ich's verstanden, danke, dass du mir nochmal den Kopf gewaschen hast. Mann, Osaring! Ich hab's noch nicht verstanden. Ich dachte halt, es ist so im Sinne von so, die andere Person musste ich auch irgendwie attraktiv finden, damit sie mitkommt, aber das ist ja, ne, andersrum. Du nimmst sie einfach so mit. K.O.-Tropfen. Mäßig. Naja. Drehen wir nicht drüber. Okay. Das ist ja jetzt das berühmte Pokémon, was preisgekrönt ist. Ne? Ja. Das größte Franchise auf der Welt. Das hier. Hm? Pandemos? Ist ja hier Spieldesign aus der Hölle, würde ich fast schon sagen. Marcel, kannst du noch mal sagen, wie das beliebteste Pokémon hieß aus dieser vierten Generation? Das blaue? Was mit Q, oder? Ja, Quajutsu. Quajutsu. Was hast du gemacht? Quajutsu. Ne, das hat schon Namen, aber das ist schon richtig so. Und das ist das, das ist quasi das Shiggy. Oder ja. Gibt es dann nur? Also nee. Es hat doch Entwicklungen. Ja, nee, das ist schon die Endentwicklung. Ich habe auch überlegt, das könnte sein, dass es so beliebt ist, weil das irgendwie in einem Film oder in einem Anime irgendwie deswegen so beliebt wurde oder so. Andernfalls kann ich mir das nicht erklären. Bin ich ehrlich. Ja, ich habe bei Philipp auch nicht, also Philipp hat das wie gesagt bestätigt, dass das sehr, sehr beliebt ist. Das ist ja eine wichtige Informationsquelle, dieser Philipp. Ja, also es haben ja auch sehr viele Leute da, also du hast dann die Stimmen gesehen, wie viele Leute dafür gewotet haben und das waren schon ein paar Millionen Leute, also das ist jetzt nicht aus der Welt, ne, also irgendwo hergeholt. Das ist ein Fanliebling. Ja. Und ich glaube, doppelt so viele Leute, also der zweite Platz war nur halb so viel Votes. Ja. Stimmen. Wie man im Deutschen sagt. Osaring! Weg! Hier, das. Ach nee, das ist ja auch. Alles meins. Ich glaube, ich musste nochmal ins Pokémon Center. Ich glaube, ich habe zu wenig AP. Ist es immer noch nicht Level 50? Nee. Na, weil hier auch Haufen Drecks-Pokémon kommen, ey. Jedes Pokémon ist ein tolles Pokémon. Ja, außer die Drecks-Pokémon. Nein, drei Viertel des Levels. Ich geh nochmal ins Pokémon Center und dann. Wie hieß das nochmal? Unser Stahl. Drecks-Pokémon? Achso, oh, pfff. Ich doch nicht, wie der hieß. Stollrak, komm, Stollos. Stollos, ja. Ich weiß es ja doch. Ja, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Nicht immer nur, nee, ich kann nicht. Kann ich, will nicht, darf nicht. Es erlernt tatsächlich was, Level 50, aber das will ich jetzt nicht verraten. Und es erlernt dann nochmal Level 63 was. Mhm. Aber es ist nicht Erdbeben. Wir müssen ihm Erdbeben beibringen. Oh ja, aber das ist auch nur eine Attacke mit 5 Dings, oder? AP? Nee, ich glaube, das hat 10. Klick mal auf Erdbeben drauf, der hat 10. Die Frage ist, wann erlernt Lugia nochmal was?
Das würde mich ja noch interessieren. Okay. Dann muss ich doch nochmal nachdenken. Das liegt mir auf der Zunge auf alle Fälle. Generation 3 sind wir, ne? Oh, kann noch 4, 5 sein. 66, 77, 88 und 99 allein nochmal Attacken. Sehr gut. Das wäre fast dran. Und 55 natürlich auch. Und das ist Regentanz. Nein! Also ja, ist für Surfer nicht verkehrt, aber... So, gleich in wenigen Augenblicken ist es soweit. Kann auch Erdbeben mal lernen. Lugia. So. Metallsound. Was war das denn jetzt nochmal? Stößt einen Spitzenschrei aus, senkt Spezialverteidigung. Ciao. Nicht erlernen, ja. Gut. Genauigkeit 85, wirklich. Ich mache schon nichts und manchmal treffe ich auch nicht. Können wir damit leben? Perfekt. Wirklich, was für eine Reudenattacke. So, jetzt heilen, TMs angucken und dann in die Top 4 reinballern. Wo? In die Top 4? Ja, sicher. Da siehst du dich. Ja, sicher. So, hab das jetzt auf 50, oder wie sieht das aus? Ja. Jetzt schön. Werden Sonderpongpongs Item nehmen. Sonderpongpong sind hier. Guck doch gleich nochmal rein, was man noch alle. So. Die werden alle einem Pokémon gegeben. So, Feuer-Pokémon haben wir nicht. Verstärkt Feuer-Attacken ist Quatsch. AP wir Plus haben AP Plus überlegen. Muss auf jeden Fall reingehen, ja. Ja, von mir aus. Ja, Elixier, das vorsichtshalber. Klar. Ether, Top-Ether. Beleber, haben wir Boden? Achso, wenn wir Dings beibringen. Verstärkt Gesteinsattacken, ja, weiß ich nicht. Top-Elixier, rein damit. Elektroattacken haben wir auch nicht. Sagt die Thea und Toppetea und so eine Sache musst du mitnehmen. Ja. Irgendwas hat sich verändert. Nö. Nicht verloren. Danke für den Follow. Unlichtattacken haben wir, glaube ich, auch nicht. Mond. Naja, doch, aber. Danke an Elmo für den. Fürs Abo. Erz. Freuen uns. Kapitlos kannst du doch auch mitnehmen, warum nicht? Weil das. Glaube ich nicht mehr geht, weil wir jetzt so viel gelevelt haben. Was hast du gesagt? Ach, hier, diese Dinger. Und Äther. Das ist mit das Wichtigste, was du da in der Top 4 brauchst. Grüße zurück. Weißt du schreist schon wieder, es ist unglaublich. Nein, Elmo. So, Sonderpongpongs gehen raus an Lugia. Rein damit. Oh, was haben wir denn hier? Etwas Süßes, rein damit. Regentanz, ja, das hat der Kian schon vorausgesagt, aber... Na gut, man könnte es für Wirbelwind-Mac machen, aber... Wir wissen alle, ne, wenn es jetzt ein Pokémon gibt, was sich so bufft, was wir schon mal hatten, das Problem, dann wäre Wirbelwind ja nicht verkehrt. Versteht ihr? Vielleicht würde ich es auch drin lassen. Ich finde einerseits Regentanz-Surfer, das macht schon gut Damage, muss ich jetzt auch sagen, aber ich... Ach, das fühlt sich, egal wie ich mich entscheide, fühlt sich alles wie ein Fehler an, ist jetzt egal. Martin denkt, das macht doch gar keinen Schaden, die Attacke ist komplett sinnlos. So, sehr gut. Und jetzt nochmal, ja, Level 55. So, und jetzt haben wir noch 5. Die Frage ist... Achso, warte mal. Wen haben wir jetzt? Ich habe irgendwen... Achso, ich habe Ente rausgenommen, ja. Wo? Dragoran, würde ich sagen. Kriegt nochmal. Soll ich Dragoran nicht auch einfach auf Level 55 ballern? Jetzt sagt wieder keiner was. Naja, ich weiß nicht.
Weiß es auch nicht, Marcel, das musst du wissen. Ja, das sind, guck mal, die Legendären und Dragoran sind eigentlich unsere stärksten Pokémon. Ich würde sagen, wir machen Dragoran auch nochmal. Aber die können halt keine Pflanzen und keine Wasserangriffe. Ach, sind, ja. Das braucht kein Mensch, Pflanzenattacken. Okay. Und alle gut auch gegen Eis. Ist alles Dreck. Naja. Was machen wir gegen Eis-Pokémon, Marcel? Beten. Da setzen wir Nusskopf ein. Flügelschlag, wir haben. Obwohl. Ach so, doch, wir haben Turbo. Ne, was haben wir? Dingsbums. Aeroass. Wir brauchen keinen Flügelschlag. Nee. Ja. Hört man eigentlich immer das Vibrieren von meinem Handy? Nee. Ich sag mal vorsichtig, nein. Pokémon. Ach so, weil ich Geräuschunterdrückung hab, dann ist alles gut. Wie in der Schule. Da hab ich Geräusche auch unterdrückt. Furzgeräusche. Häppchenweise hab ich's dann ausgelassen. Geräusche. So, was haben wir jetzt für Attacken? Aquawelle? Nein. Gedankengut? Naja, kommt auf das Gedankengut an, ne? Also, wenn's jetzt mit Nazi-Scheiße brauchen wir jetzt nicht ankommen. So, Brüller, nee. Nachher hat's eine Fackel in der Hand, das Pokémon, und dann... Du hast doch gesagt, Gedankengut. So. Kugelsaat? Trotzer? Kraftreserve ist Quatsch, Sonnentag nicht. Verhöhner, ja, das ganze Spiel verhöhnt mit schon. Eisstrahl, so, da wird's doch interessant. Aber wer? Brauchen wir eine Eisattacke? Ja, gegen Drachen. Ach, Eis ist immer nicht, ist nicht schlecht. Ja, komm. Bring Nusskopf frei. Ist krass, dass die das alle können. Nusskopf? Warum? Weiß ich nicht. Nee. Oder vielleicht Kletter. Aber das Problem ist, wie war denn das? Ich bin fast für Crow, weil der viel Spezialangriff hat. Geh doch mal durch den Spezialangriff und so. Wisst ihr, das ist jetzt wieder richtig. Naja, du sagst immer, ich glaube das eher und dann. Na gut, ist fast egal, aber er hat schon mehr Spezialangriff. Obwohl, ich weiß gar nicht, das war doch jetzt wieder in der dritten Generation, ist es doch noch gar nicht. Das ist noch typabhängig, oder? Mit was Spezialangriff ist und was Angriff ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm. Ist egal, wir bringen es jetzt, ne? Ich bin so schlau wie vorher. Eisstrahl wird jetzt hier Kroko rein. Ja. Ach so, der kann nur 4 Attacken erlernen. Das wusste ich noch gar nicht. Dann die Genesung raus. So, jetzt was, hier... was wirfst du jetzt raus? Na, das hier. Na gut, wir haben ja noch eine Psycho-Attacke. Heck. Die Scheinwerfer trifft aber wenigstens. Größter Fehler deines Lebens. Das hat 100%. Gigasauger. Das ist natürlich jetzt vielleicht für Rasierblatt, Kollegen. Ja, sicher. Rasierblatt weg dafür? Na, ich muss gerade noch mal gucken, ob mir da... Guck mal, 60... Und ich werde geheilt. Na gut, wenn das ist nicht. Rausnimmst? Das ist nicht wirklich viel. Achso, für Synthese raus. Naja, aber Synthese heilt ja immer 50. Der heilt ja nur das, was ich. Nee, weil es so wenig AP hat, nur oder die Hälfte, wir. Oder wir ballern. Ja. Ugh. Weiß ich noch nicht. Unsicher. Also wir haben genug Ether und so da, dass du das für den Run durchziehen könntest, auf jeden Fall. Aber dafür macht es auch zu wenig Schaden. Was ist mit einer Elektroattacke? Gegen Flug? Gegen Wasser? Bei wem denn? Nusskopf. Der hat einen Eisstrahl und Donnerblitz. Ja, aber der hat wenig. Und kriegt noch Erdbeben. Ich weiß auch nicht. Erdbeben war noch eine Idee. Erdbeben finde ich wirklich eine gute Attacke. Nusskopf. Entweder Killer Junior oder Nusskopf.
Dem werden hier die Attacken untergemogelt, ey. Lehmschelle. Obwohl es die Genauigkeit senkt, aber... Ach, nimm die Kopfnuss weg. Ich weiß es auch nicht. Kopfnuss haben wir damals beigebracht, glaube ich, dafür, dass wir an den Baum hämmern. Ging hier nicht. Deswegen mach Kopfnuss weg. Bugball? Ja. Komm. Erholung könnte man noch überlegen. Ach, das zieht einen Stab. Aber es heilt. Ja, komm, der Rest passt doch schon so. Jetzt ist doch aber hier nur großes Rumgedruckse. Den Gigasauger willst du nicht noch überlegen. Ah, oder? Ich quatsch jetzt hier. Marcel, ja? Jetzt machst du es nicht mehr besser, sondern nur noch anders. Putersand, so. Putersand, nicht okay. Mach, gib's doch einfach. Putersand. Was ist ein Putersand? Verstärkt Bodenattacken. Verstärkt Bodenattacken. So, Ether, AP plus. Hebt die maximale Anzahl der AP einer Attacke. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Aber für welche? Och, jetzt muss ich hier wieder gucken. Bericht. Könnte ich mal für Psychokinese überlegen? Für Taucher. Tja. Wirbelwind brauchst du auch den Mensch. Drachenwut brauchst du doch nicht. Okay. Also wen gebe ich das jetzt? Also für Psychokinese fand ich es glaube ich gut. Achso, jetzt werden hier AP verteilt. Weiß nicht, die Genesung von okay. Dings, Ente? Oder Synthese, genau. Ich würde jetzt einfach mal reingehen. In die Top 4, meinst du? Wir sind so kurz davor. Wir gehen da gleich rein. Ich bin nur ungeduldig und ich habe immer den Chat im Blick auch. Die Leute, die hier was sehen wollen. Ja, die Leute... So. Die wollen hier nicht, dass man ewig... Die wollen den Zauber sehen, aber die wollen nicht sehen, wie wir den Zaubertrick machen. Also, Gut. AP Top willst du nicht noch geben oder ist das nur, dass das alles auflädt? Nee, das ist auch sowas. Aber jetzt hat mich Martin schon wieder verunsichert mit seinem Wirklich? Quatschen. Und deswegen willst du jetzt nicht ein Item einsetzen? Nein, Marcel, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Oh! Was soll das? Jetzt beruhigen wir uns alle mal. Wir sind alle aufgeregt wie in der Top 4. Ja, Item nehmen. So, ich habe noch eine Attacke, Dingsbums. Also, die ich den Pokémon zum Tragen geben kann. Haben wir noch was bringt bei dem Drachen? Das Drache Psycho-Pokémon. Feuer bringt nix. Seidenschallen, der hat keine normalen Attacken. Flinklaue, das könnte man überlegen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nee, was riecht die Idee? Okay, ja, ist okay. Dann kaufen wir uns jetzt noch 100 Tränke ein, oder was? Achso, das ist ja auch noch. Da willst du ohne Trank rein? Nee, auf gar keinen Fall. Dann mach ich mir parallel die ganze Zeit. So, jetzt hier noch auf Eisstrahl und dann... Und was ist mit irgendwelchen Heilern? Heilsachen? Da hat er doch gerade gesagt, Tränken. Was macht ein Trank? Na, ich meine ja jetzt hier Paraheiler. Scheiße, jetzt muss ich jetzt... Hyperheiler werden eingekauft. Ich muss jetzt nochmal Togepi reinnehmen. Weil ich Warum? Vergessen habe, dahin Blitz. Zu fliegen. Also, wegen Fliegen. Bring doch jemand anderem Fliegen bei. Schreich oder schrei ich nicht? Eieiei. So. Das verzeiht uns Dragotan nie. So, jetzt weg. Fliegen! Hier hin, genau, danke. Hier reingehen. Hier an den Computer gehen? Ach, es wäre so schlimm, wenn ich jetzt mit Togepi reingehen würde. Pokémon bewegen? Dragoran? Wofür haben wir die ganze Folge trainiert? Togepi raus. Wäre das unser sicheres Ende, Marcel?
Naja, also wenn Kian recht hat mit diesen Leveln, die die Top 4 haben, könnte ich mir das vorstellen, ja, dass das jetzt nicht so praktisch wäre. Kaufen. Bitte alles einmal. Hyperball werden wir nicht brauchen. Hypertrank? Naja, so 20 werden doch reichen. Warum nicht gleich Top-Trank? Echt, Alter? 20 Hypertränke sollen reichen? Hab ich nicht noch. Marcel hat nicht mehr so viel Kohle. Du hast gar keine Tränke, ne. Hyperheiler. Du hast 4 Kämpfe. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wie sieht's denn jetzt aus? Eine Leber? Sieht echt schlecht aus. Wo ist denn das jetzt nochmal? Hast du auch einen Beleber? Ja. Du bist krank. So. Hyperheiler haben wir 32 Stück. Okay, okay, das reicht. Ja. Und wie es am Ende nicht reichen wird? Doch, 32 Hyperheiler, so dolle. Hypertrank 20. Ja, das könnte ich mir noch ein paar vorstellen. Aber es reicht, könnte auch reichen, aber es könnte auch knapp werden. Achso. Also, dann nehmen wir noch 2 mit. Du hattest noch Sprudel und so eine Sache. Ich wollte ja nur 2. Genau, ich wollte ja eigentlich nur 2 haben, danke. Oh, jetzt werden die letzten Kraftreserven hier. Item nehmen. Jetzt noch mal ein bisschen Geld sammeln gehen. Ein bisschen Kleingeld, bitte. Ich könnte noch Pelever verkaufen, aber ich bin noch nicht verzweifelt. Sprudel. Ach so. Sprudel. Bist nicht verzweifelt. Ja, komm, das reicht doch jetzt. Guck mal, wie viele Attacken machen die? Scheiße. Das sind 6 Pokémon. 6 mal 4 sind... Kann kein mit 24. Das kann kein Mensch rechnen. Ich als alter Oldschool-Pokémon-Freund kann gar nicht begreifen, dass Marcel jetzt ohne vorher zu sichern da reingehen wird. Ja, das man will immer abspielen. Das nehme ich nach vorne, Lugia, oder? So. Okay, Leute. Ja. Haben wir noch letzte Worte? Nee, wa? Rein da. Für ein Duell. So, quatsch nicht rum. Ja, ich hab alle Ohren. Rein da. Ich hab alle Ohren. Hast du dich geheilt? Bin sicher. So, wer ist er? Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von der Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut. Das sieht gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Eieiei. So, der Turbo-Knopf wird jetzt mal nicht gedrückt, ausnahmsweise. Nee, jetzt wird's. 5 Pokémon. Und zwar hat er als erstes einen Landton. Elektro-Wasser. 46, okay. Elektro-Wasser. Erdbeben. Ja, wie jetzt machen wir. Na gut, das sind ja 10 Level Unterschied, das ist schon okay. Okay. Ach, stimmt, Elektro. Ja, es geht schon gut los. Ich bin hier aufgeregt. Jetzt werden wir erstmal verwirrt. Ich nehme... Azurblatt? Ja. Ich wollte gerade sagen, Ente ist gut gegen den. Egal ob Elektro- oder Wasserattacke, ist beides nicht sehr effektiv. Hier, mach doch den Funkensprung. Ja, weil ich nicht nachgedacht habe. Rasurblatt! Es ist... wird komplett... Abbruch. So, und das ist doch ein Bereich, wo das noch nicht heilen wird, oder? Wahrscheinlich nicht. Sehr gut. Aber Ente entscheidet sich beim Rasierblatt, der eigentlich immer trifft, einfach mal zu sagen, okay, habe ich kurz woanders hingeguckt. Wenn man Ente braucht, dann kann man sich nicht verlassen. Du bist verwirrt, du bist angeschlagen, aber reiß dich zusammen! Kollege! Wie schlimm. Ich weiß, wer heute kein Armbrot kriegt. So, jetzt reiß dich echt jetzt zusammen. Ente, wirklich. Oder oh. Heile es. Vielleicht heile es auch. Nein, noch nicht. Immer noch Rasierblatt drauf. Bitte rasieren Sie sich! Sehr gut, schön. Ente.
So, der erste Kampf, also das lief ja schon mal hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wischiwaschi hier rumgedruckse. So. Was haben wir denn jetzt noch? Was hat der Kater uns heute noch? Maskeregen ist ein Flugkäfer-Pokémon. Und da geben wir keine Kompromisse ein und machen Dragotan. Wichsen das komplett weg, ey! Ja, komm, du hast noch ein paar Wasserattacken. Oh. Mach den Angriff. Das ist natürlich für Dragoran jetzt nicht, aber egal. Ciao! Ach, ging daneben, sehr gut. Ach, jetzt heilt das, ne? Komm, aber egal. Dragotan machen Volltreffer. Los! Komm raus, Volltreffer. Hallo, was? Oh, ist so schlimm, wenn man den Turbo-Knopf gewöhnt ist. Das dauert ja Jahre, ey. Okay. Guck mal, das lief doch schon mal hervorragend, muss ich sagen. Noch drei Pokémon. Und Dragotan ist noch nicht mal angekommen. Flipper, ein Wasserflug-Pokémon. Flipper? Und da setzen wir natürlich jetzt, Elektro haben wir nicht, Eis haben wir. Eis, aber so. Ne, warte mal. Bin ich aufgeregt? Nee. So, Eis sieht ja dann nur normal ab. Ach, ist doch... Man muss jetzt keine Wissenschaft draus machen, ne? Auch mal aus dem Bauch heraus. Außerdem, bei dem Ball muss man auch ab und zu mal schmeißen. So, was macht denn jetzt Eisstrahl? Oder Feuerodem müsste da auch reichen. Das ist doch... Sieht normal viel ab, ne? Ja. Porter! Na gut, den kann ich auch Feuerodem machen. Ciao! Einfach ein Pokémon, das eine Eis- und eine Feuerattacke kann. Das ist so krank alles. Scherox. Oh, jetzt haben wir... Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, haben wir ein Problem. Ist eine Drachenattacke und keine Feuerattacke. Wartet, beruhigt euch jetzt mal, Leute. Okay, das ist ja ein Stahl-Käfer-Pokémon. Vierfach Schwäche gegen Feuer. Wir haben ja jetzt hier kein Feuer-Pokémon. Kampf. Ich glaube, das ist die einzige Schwäche, die der Kollege hat. Ich glaube, ich mach mal... Aber ich setz Nusskopf ein und mach Erdbeben. Hä, warum hast du jetzt nicht Crow-Crow genommen und die Feuerattacke geballert? Crow-Crow hat... Das ist eine Drachenattacke. Achso, sorry. Was macht denn Drachen? Scherox macht auf jeden Fall eine K.O.-Attacke und deswegen hätte ich den nicht genommen. Was? Der macht keine... Was redest du denn? Okay, guck's dir an. Explosion. Wie, was macht der für eine K.O.-Attacke, Kian? Ja, Geolotine. Easy. Was soll denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Warum verbreitest du schon wieder so schlechte Laune? Sieht doch aus, oder nicht? Da wird das lächerlichste Pokémon rausgeholt. Also, Doppelteam. Ach, jetzt treffen wir den gleich nicht mehr. Na dann, schnell noch drauf. Erdbeben! Oh. Oh, jetzt ist vorbei der Mai. Ja, aber wenn die Erde bebt, trifft er ihn schon so. Wie soll das verfehlen? Wirst du gleich... Wie schlimm! Nusskopf! Streng dich an! Ach nein. Warte mal, wir haben theoretisch noch Wirbelwind mit Lugia, wenn der noch ein Pokémon hätte. Hat er noch. Erdbeben trifft. Erdbeben müsste normal viel abziehen. Ist tot, komplett tot. Schade. Jetzt hat er noch eine Beere, was ist denn sein Problem? Schiedsrichter, er frisst während des Pokémon-Kampfs. Darf er das? Das ist gelb, wenigstens. Schiri! Ja. Jetzt lutscht er hier meine AP weg, oder was? Nusskopf. Das ist die komplette Erde, Nusskopf. Was machst du? Kannst du mal Lebensstelle machen, dann trifft er dich wenigstens auch nicht. Oh, jetzt geht's los. Schwertanz. Das ist schlecht. Oh. Wir müssen... Wie viele Pokémon hatten der noch? Unter die Erde. Zwei. Dann mache ich Wirbelwind. Der bufft sich jetzt hier hoch die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Was ist jetzt passiert? Wie schlimm.
Hat er nur noch einen Pokémon? Ey, der killt unser ganzes Pokémon. Schlimm. Hat er wirklich noch Pokémon? Sonst mache ich hier umsonst. Also, ne? Eins hat er noch. Ich hätte gedacht, er hat noch eins, ja. Der muss, also, wenn der keins mehr hat, wenn er keins mehr hat, dann der, das ist, ich habe hier Flashbacks vom letzten Mal. Es ist wie im Bagato, aber warum tun wir nichts so? Also, warum tun wir so gar nichts? Na, weil der Doppelteamer, da treffen wir, glaube ich, nicht. Wir treffen, glaube ich, nicht mit. Okay. Das ist ja schon wieder. Von Cherox hat schon übelst viel Angriff. Fuck. Okay, fällt mir irgendwas ein. Wir könnten noch versuchen, den zu paralysieren, aber ich würde den ehrlich gesagt. Versuch's doch weiter mit Wirbeln. Boom. Dennoch Schlitzer mit einer hohen Volltrefferquote. Naja. Oh, geil. Wie schlimm. Was ist das, Mann? Was ist das los? Was ist da los, Marcel? Weil du Nusskopf einsetzen wolltest mit Erdbeben, ey. Was ist da los? Ja, es ist ein bisschen meine Schuld, es tut mir leid. Okay, jetzt haben wir nichts mehr, womit wir ihn wechseln können. Wie schlimm. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben mit garantierter Treffer oder so. Also, wo keine Genauigkeit ist. Ist das nicht sowas wie Aero Ass? Genauigkeit, ja. Unausweichbare Attacke. Na? Die Sache, ja, okay. Dann ist halt nur unser zweitstärkstes Pokémon auch dead. Wie schlimm. Oh, es ist so schlimm. Go, ja. Go, go. Ich habe überlegt, ob ich nochmal versuche zu paralysieren, aber. Wenn es kein Volltreffer ist, könnten wir es vielleicht überleben. Ja. Also, ich würde es nochmal Aero Ass machen. Ja. Vorausgesetzt, war das jetzt Zufall, dass wir getroffen haben, oder trifft das auch wirklich immer? Ich dachte, das war Drachenwut, dass es immer trifft, oder nicht? Und dann rede ich hier mit irgendwelchen Erstklässlern. Na gut, dann bin ich auf mich allein gestellt. Weil dann wird das ja heilen. Dann heilt er das. Der heilt es nicht. Hä, das ist dann im roten Bereich. Warum soll das nicht heilen? Er wird es nicht heilen. Marcel, warum? Kind, die heilen das immer, wenn die im roten Bereich sind. Warum sagst du, dass ich ein Lügner bin? Ja, was soll ich denn sonst machen? Aero Ass drauf. Ja, ich hätte Aero Ass jetzt auch. Ja. Aber er stirbt ja nicht, nachdem Aero Ass Kilian. Also, es ist ein Volltreffer. Glaubst du nicht, dass das ausreicht? Ich denke eigentlich auch. Das hat er jetzt so viel abgezogen. Ich denke auch, der ist jetzt dead. Gut. Der hat hier Angst ohne Ende. Wir haben Lugia verloren. Naja. Schlimm. Unser besten. Die besten sterben jung. Krass. Das ist ein starker Einstieg in den ersten Trainer. Ja, man Pack verliert auf. Mal ihn und dann. Wir müssen jetzt voranmarschieren hier. Aber hat er wenigstens noch ein Pokémon? Er hat noch eins, ja. Dann haben wir uns da schon komplett geirrt. Good job, nice. Ja, danke. Mal ein bisschen Respekt, wir haben hier ein Pokémon verloren. Das ist echt schlimm. Amosa sagt, ja, hätte, hier Dingsbums hatte genug Zeit, um Wirbelwind mal zu treffen. Das war nicht effektiv, deine Wasserattacke auf unser Pflanzen-Pokémon. Ja, es war einfach bescheuert, dass ich gesagt habe, das Erdbeben einen da und macht das dann so. Wir hätten ihn einfach totschießen müssen mit irgendwas. Schnell. Weil du sowas wie Guillotine erwähnst, da gehen schon wieder alle Alarmglocken an. Ja, aber es kann auch sein. Ich habe verloren. Ich, Ulrich von den Top 4. Macht nichts. Es war lustig. Du hast Lugia umgebracht, Kollege. Das war nicht lustig. Ich würde auch gerade sagen, es fühlt sich eher an, als hätten wir verloren irgendwie. Nun, hör dir an, was dieser Verlierer jetzt zu sagen hat.
Wäre ich jetzt, oder? Du bist bestens ausgerüstet, daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Hm? Danke. Die nächste lese ich vor. Hypertrank. Okay, dann bin ich aber der Dritte. Oder die Dritte. Ja. Dann darf Marcel zum Plus nochmal. Das ist, So weit werden wir nicht kommen. Aber es ist nur Lugia, von daher ist das nicht so. Achso. Mann, da haben wir gerade noch 5 Sonnenpompons reingesteckt, ey. Ich kann das gar nicht sehen, dass das da so tot liegt einfach. Pack's wenigstens nach ganz hinten. Ja, das muss weg. Einfach auch ganz groß auf dem Bildschirm so. Lass es hier einfach frei. Das ist einfach eine Leiche. Oh Mann, ey. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass das so dolle viel abzieht. Na guck mal, das hat wie auf diesen sich gebufft und dann hat es von vornherein schon viel Angriff. Und dann war es ein Volltreffer? War es ein Volltreffer? Weiß ich nicht. Einmal war es ein Volltreffer, doch, ja. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. 5 Euro, dass sie kein Geist-Pokémon am Start hat. Wer hält gegen? Ich hab kein Geld. Ich frag mich ehrlich gesagt, ob wir das überhaupt noch schaffen, wenn Lugia nicht mehr da ist. Hallo. Mit vereinten Kräften. Ach, 48, du, halt die Kuh fest, ey. Kannst du im Kampf eigentlich VMs beibringen, TMs beibringen? Im Kampf nicht, ne. Okay. Soll denn jetzt sagen, wo du, gibt doch noch jemanden Donnerschock. Vor dem Kampf, ja, aber im Kampf. So, das müsste doch jetzt reichen, oder nicht? Ja, sicher. Ciao, Kollege, sagt Marcel immer. Libeldra, das ist ein Drachenboden-Pokémon. Warte mal, wenn wir haben ja Eis. Also ja, okay, er ist sehr effektiv, aber wenn wir eine Eisattacke raufprügeln, das ist vierfach so effektiv. Von daher, sollte das doch funktionieren. Wenn wir schneller sind. So, das überlebst du doch nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Krass, gute Schau, weg. Die Beldra ist doch, glaube ich, nicht von den Werten jetzt so ultra krass. Ist ein cooles, das sieht krass aus. Ist ein cooles Pokémon, aber ist, glaube ich, jetzt nicht. Smetbo, da können wir ja unser Luki Dragoran einsetzen. Kein Raupi wenigstens. Aeroas direkt in dein Herz. Ciao. Tschüss. Tschüss. Rosanna! Da kommt das Eis-Pokémon. Da kommt's! Der hat ja keine. Er hat doch eine Stahlattacke. Das. Aber warte mal, er ist ja auch ein Psycho-Pokémon. Mach Erdbeben drauf. Ich will sehen, was es macht. Nee, kein Erdbeben. Warum? Weil es ein Eis-Pokémon ist. Obwohl, ich weiß gar nicht. In der. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Mach einmal Erdbeben. Metallklaue ist aber sehr effektiv. Deswegen mache ich jetzt. Ja. Ice Heap zieht nicht viel ab. Nicht sehr effektiv. Dafür hat es aber ganz schön viel Schaden gemacht. Ja, dafür hat es viel Schaden gemacht, das stimmt. Komm, das ist aber sehr effektiv. Ja, sehr gut. Das ist natürlich krass. Nusskopf. Ja. Gut gemacht. Nusskopf hat viel Angriff. Deswegen hat es so gut viel abgezogen. Nidoking. Ein Gift-Boden-Pokémon. Könnte man wieder Eis raufprügeln? Und ich glaube. Achso, man könnte auch Erdbeben raufprügeln. Na ja, komm, zeig mal die Show. Will wenigstens mal die Animation sehen. Und es kann auch eine K.O.-Attacke theoretisch. Oh fuck, vierfach Schwäche. Ging gut rein. Okay. Das sind wieder so Sachen, damit rechnet man natürlich wieder nicht.
Stabil. Stabil. Nusskopf one-hittet jemanden. Das ist das Einzige, was ich sehen wollte. Krass. Ja, das müsste jetzt jemand vorlesen, aber... Den. Weiß ich nicht. Oh, verdammt. Aus und vorbei, verloren. Nichts, gar nichts. Wird gleich nochmal geredet. Das Band zwischen dir und deinen Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betrete den nächsten Raum. Loser! Ich habe echt keinen Bock, wir müssen das schaffen irgendwie. Ich will nicht nochmal. Ach, da sind die alle weg. Scheiße. Okay, und aber es lief ja jetzt erstmal. Brauchen wir nochmal Itea oder so? Ich glaube, ist okay. Wer hat Beben? Ist okay. Nee, auf jeden Fall. Willkommen! Mein Name ist Frosina von der Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um mein eisigen Talent zu trainieren. Aber bisher habe ich mich nur lausigen Trainern mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Na komm her! Das sagen Frauen oft zu Kilian. Verstehen Sie? Applausometer ganz. Mordort. Ich darf darüber nicht lachen. Vierfachschwäche gegen Pflanze, von daher halte ich das doch für nicht die schlechteste Idee. Rasurblatt! Tschüss! Was haben wir denn jetzt noch im Köcher? Hundemon, ein Unlicht-Feuer-Pokémon. Ist jetzt die Zeit für Killer Junior dran? Dann zeig mal. Du willst Taucher machen, oder was? Bitte tauchen Sie! Wie gesagt, Taucher hat mich auch erst seit diesem Run einigermaßen überzeugt. Davor war das für mich... Weiß ich nicht, ich hätte lieber Heuler gelernt als... Taucher. Ja, komm. Bitte einmal untertauchen! Tschüss. Elektroball, der hat ja immer genau die Pokémon, die gut gegen meine sind. Nusskopf nochmal oder was? Oder Ente? Ja, das Problem ist, Nusskopf hat nicht so viel Spezialverteidigung. Weil er könnte Explosion können, ne? Ja, weiß ich halt nicht. Was denn mit Erdbeben? Ja, Erdbeben wäre gut gegen den, ja. Aber schwebt der nicht? Das ist ein Ball. Der rollt ja? Ich hoffe. Ja, das müsste schon klappen. Sieht man doch an seinem Schatten, der da unten ist, dass er rollt. Das ist sehr effektiv auch. Kein Finale, nee, da kann man gar nicht zu. Citra kriegen, eieiei, hier kommt Viecher, ey, das passt mir gar nicht. Warte mal, Drache. Drache Wasser. Ich glaube, der hat nur Drache als Schwächer. Aber der kann natürlich auch mir eine Drachenattacke geben, ne? Was mir auch viel abzieht. Das sind schon wieder hier.
Also was, Feuer oben oder was? Ja. Und Eisstrahl ist es nicht, weil das Wasser ist und dadurch wäre das was? Es ist normal effektiv, glaube ich. Paralyse ist nicht schlecht. Kannst du mal einmal den Eisstrahl machen? Oder denkst du, das ist zu risky? Ich glaube, wenn, dann werde ich eher Psychokinese machen, weil ich ja auch ein Psycho-Pokémon bin. Na, dann machen weg. Und denkst du, dass es ihn tötet? Ich glaube nicht, dass es ihn tötet. Dann mach einen Eisstrahl. Ich weiß nicht, ich probiere Psychokinese. Ja? Na gut. Aber Eisstrahl würde ungefähr so viel abziehen. Wie gerade. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es weniger abzieht, aber ich weiß es nicht. Wird es eh nochmal auffallen. Agilität gefällt mir gar nicht. Hey, jetzt heilt er das ja. Ich hoffe, der heilt es nur einmal. Achso, Lichtschild war das gegen... Windhose ist nicht so starke Drachenattacke, aber es wird schon was abziehen, ja. Ach, sehr gut. Lichtschild war gegen Dingsbums. Nee, es war nur sogar sehr effektiv. Achso, war, okay. Es war kein Volltreffer. Ja, aber dann ja, war wegen dem Lichtschild, dass das aufgehört hat. Geradax. Das ist ein Normal-Pokémon. Frage ist, könnte das Kampfattacken? Ansonsten wäre Nusskopf gut. Und wie zufrieden bist du jetzt mit Erdbeben? Ist okay. Ciao. Du und deine Pokémon, euer Zusammenhalt verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahinschmolz und dir nicht schadete. Was auch immer. Was auch immer du erzählst, geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon hier kennenlernen. Okay. Mhm. Vorhin noch gut zugeredet, so hier fordere mich richtig und dann geh einfach weiter. Ich glaube, jetzt musst du schon einen Ether auf Erdbeben oder sowas geben. Geht? Geht hoch. Der ist ja tot, den braucht man ja gar nicht mehr angucken. Fuck ja. Ich freue mich auch, dass Martin extra mit in die Top 4 gekommen ist, um dann die ganze Zeit gemütet zu sein. Ich war am Fenster, hab geraucht, ich bin jetzt wieder da. Okay, sehr gut. Ich bin der Letzte der Top 4. In der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Das sage ich dir ganz offen und ehrlich. Klipp und klar, fast schon. Vor allem, wenn du nur mit 5 Pokémon antrittst. Das Leben. Der doch hoch. Der doch hoch, genau. Wo von ihm ist keins gestorben. Kapilz! Das fängt doch schon mal gut an. Ist das ironisch? Ich wusste gar nicht, dass Kapilz ein Drachen-Pokémon ist. Psychokinese! Tschüss! Ciao. So, was haben wir denn noch?
Blitzer. Das ist ja ein Blitz-Pokémon. Erdbeben. Erdbeben. Ich habe immer Angst bei Nusskopf, weil er so wenig Spezialverteidigung hat. Und langsam ist. Blitzer greift zuerst an, auf alle Fälle. Ey, ja, ey, ey, ey. Ja. Mit was? Mit Donnerschock oder was? Pff. Mach ihn weg. Komm, mach's einfach weg. Mach noch einfach weg. Och, Donner, okay. Donner, wie okay, lächerlich. Okay, okay. Ich glaube, das hätte schon viel abgezogen. Die Frage ist, ob wir den jetzt one-shotten, wie man so schön sagt. Nee, ich glaube nicht, der ist viel Level über uns. Aber Pudersand? Ja, Pudersand, wir haben 4 Angriff. Eieieiei. Ciao, Kollege, wir sehen uns beim nächsten Klassentreffen. Pokehimmel. Sogar noch ein Level gemacht. So, was? Mal ein bisschen ein Kapilz? Was setze ich denn da hin? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Man könnte natürlich auch... Ich mach nochmal Psychokinese. Geheult fast und jetzt arrogant. Ja, aber das ist kein vollentwickeltes Pokémon. Oder? Kapilz ist ein sogenanntes vollentwickeltes Pokémon, ja. Es entwickelt sich nämlich aus welchem Pokémon? Wer weiß es? Irgendjemand? Knilz! Ja, sicher! Stimmt. Stark. Puh. Danach kommt nichts mehr, nein. Danach kommt nichts mehr. Vorbei. Aber einen starken Gegner brauchen wir noch. Funkkiefer, das ist ein Stahl-Pokémon. Wir haben keinen Kampf, wir haben keinen Flug. Ace. Ja, wir haben ein scheiß Problem, ne? Ansonsten könnte man Drachenwut. Na dann Dragutan auf Krofta mit Gebrüll. Aber Drachenwut wird jetzt auch nicht mehr so viel richten. Kaskade, was macht Kaskade? Okay, Kaskade hat gut reingeballert. Oh, jetzt kommt die Eisenabwehr. Das ist schlecht. Und ja, klar, mach noch irgendwelche... Schiedsrichter, jetzt sagen sie doch mal was! Das ist unfair, jetzt heilen die sich da wieder auf. Und auch so wenig nur. Was macht denn Drachenwut? Also ja, man ist wütend, aber wie fühlt sich's ab? Naja. Das Problem ist... Eine Kaskade noch und dann ist vorbei. Nee, der hat seine Verteidigung erhöht, Kollege. Da ist nichts vorbei. Fängt gerade erst an, der Kampf. Oh, das ist ein Volltreffer. Gut, Martin, hier, mal. Haben Sie noch eine Stelle frei im Ministerium für Strategie? Wir haben mal einen guten Kandidaten. Papunga. Schädelstein und so. Das ist ja ein sogenanntes Pflanzenflug-Pokémon. So, komm, jetzt muss doch eh mal was dabei sein, wo wir wirklich uns der Arsch auf Grund ist. Ach komm. Papunga ist es nicht, ne. Aber hier mit fiesen Strategien wie Schlafpuder? Da würde ich doch glatt mal... Och, Dragoran, du musst es auch beenden wollen. Brech ihm die Beine. Volltreffer rein, jetzt! Dragutan, mach rein den Volltreffer! Sehr gut. Das war nicht mal ein Volltreffer. Das versteht wieder keiner. Hervorragend! Das muss man sagen. Ja. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja! Ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren, das Gute im Herzen des Trainers und lernen, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh! Geh weiter! Der Champ erwartet dich! Wer liest den Champ? Uffi. Das ist natürlich jetzt eine... Gibt noch einen Champ? Ja, sicher. Ja, natürlich. Gibt immer noch mal deinen Erzfeind, der dann nochmal kommt. Gibt's noch einen Champ, ey? Dachtest du, das war's jetzt, oder was? Das ist Top 4 und nicht Top 5. Ja, ne? Denke ich mir auch jedes Mal. Da du es nicht wusstest, darfst du den Champ nicht lesen. Ich lese den. So, müssen wir jetzt hier noch was auffrischen? Ich glaube nicht. Quatsch. Yogia vielleicht.
Too soon. Wen nehme ich nach vorne? Ente, der hat noch zu wenig gemacht. Nach sowas gehen wir hier nicht. Der hat noch zu wenig gemacht. Der hat schon genug gemacht. Das ist unser erstes Pokémon. Ach, Troy. Den habe ich eigentlich immer gelesen. Willkommen, Ayune. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit den Pokémon erlebt? Nix. Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Nix. Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Ich hab nichts gemacht. Nun, zeig es mir. Bitte, lass es funktionieren. Der hat nämlich 6 Pokémon, das miese Schwein. Enteron. Oh, oh. Ey, Martin, ey, der prediktet die Sachen hier. Hätte mal Ente vorne gehabt. Level 57, ey. Hör mal auf! Ja gut, im schlimmsten Fall könnte der halt eine Psychoattacke, was nicht sehr effektiv ist. Ich mach einfach mal einen Feuerodem drauf. Paralysiert. Sehr gut. Sehr gut. Enteron ist übrigens, ich glaube, das Pokémon hasst Jonathan am meisten. Warum? Sein Hass-Pokémon Nummer 1. Weil er Enteron so liebt? Das wäre der einzige Grund. Ich glaube, ja. Ich mag Enteron. Ich auch. Ich weiß auch nicht, warum Jonathan das so sehr hasst. Komm, Ente. Was soll ich denn machen? Rasierblättchen. Die Frage ist, wie viel das abzieht. Oh, nicht jetzt alles. Macht er... Schade, Top-Genesung. Jetzt macht er Top-Genesung rein. Wissen wir doch gar nicht. Willst du nochmal Giftpuder drauf machen oder klappt das nicht wegen Paralyse? Paralyse ist jetzt weg wegen Top-Genesung. Aber die Frage ist, ob... Naja. Oh. Oh, heiß! Aber, heiß, Ente, heiß! Ups, oh, verbrannt! Wird zurückgezogen. Ahab! Volunda! Oh, oh, oh. Schnell weg mit Ente. Das ist ja eigentlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht sehr effektiv. Killer Junior? Ja, ich habe gerade überlegt, Erdbeben könnte man natürlich auch reinprügeln. Nein. Wasser hat eine Vierfachschwäche auf Feuer. Nee. Ich glaube, so funktioniert das nicht, Martin. Was soll denn das jetzt? Das ist ein Käfer-Pokémon, also setzen wir Dragotan ein. Ist das jetzt hier ein Wechselspiel oder was? Der Gefühle. Schutzschild. Aero. Trifft nicht. Trifft diesmal ausnahmsweise mal nicht direkt in dein Herz, sondern geht eher daneben. Auf die Milz. Jetzt aber. Nee, wenn der Schutzschild macht, kommst du nicht durch. Man muss doch mal die Gefühle der Leute nicht, die schützen sich immer vor Emotionen. Mal rein ins Herz. Jetzt, aber Risikotackle, er schwächt sich selbst. Oh. Fast komm, selber mehr so Rückschluss hin. Erlitten. Ciao. So wollen wir das haben. Altaria. Das ist, glaube ich, das Flugdrachen-Pokémon. Das blaue. Und da möchte ich Crocro einsetzen, wegen der Eisattacke, weil das eine Vierfachschwäche ist. Und dann beten, dass wir nicht so viel abkriegen. Welches Level ist das, ist auch die große Frage. Eieieiei. Okay, komm, Crocro, Vierfachschwäche, direkt ins Herz. Sehr gut. Ciao. Was? Krass, krass, krass. Das hätte ich nicht gedacht. So, was haben wir noch?
Austoss. Ein Wasser-Eis-Pokémon. Das passt mir nicht so gut, aber das kriegen wir schon hin. Alles. Aber Marcel, ohne jetzt den Tag vor dem Abend zu loben, ne? Der ich lob hier noch gar nichts. Das war gut. So, wir sind hier gut durch. Wir haben natürlich ein Pokémon verloren. Vielleicht verlieren wir auch noch ein zweites, aber wir werden es geschafft haben. Oh, Ente, sehr gut. Ente. Da ist wieder Volulna, das ist doch auch... Du wirst gegen Kieran kämpfen müssen, auch wenn dir das nicht gefällt. Der hieß nicht Kieran. Junior. Killer Junior. Killer. Kilian. Sag doch auch mal was dazu. Killer Junior, das ist doch kein Problem für dich. So eine... Tauchen kann man auch, wenn man verwirrt ist. Einfach Nase zu, rinn ins Wasser, komm. Hier ist gar kein Wasser. Kollege! Oh. Hallo. Bist du noch ansprechbar, oder? Bodyguard. Ja. Womit ich dich treffe, da kann man sich nicht schützen. So. Jetzt. Jetzt schwimmt er komplett in die andere Richtung. Und vernetzt sich. Los, Killer Junior, direkt von unten rein! In sein Herz. Sehr gut. Schön. Aber wird wahrscheinlich noch. Ja, das haben wir mal fast schon gedacht. So gut. Aber der macht auch nur Quatschattacken. Killer Junior, du musst nicht mehr verwirrt sein. Das ist jetzt schon, wisst ihr, wie viele Stunden das jetzt schon her ist? Kann sich kein Schwein mehr dran erinnern. So, wenn der nur Ruckzuck-Hieb macht, dann frage ich ganz ehrlich, wo das Problem sein soll. Och, ja, ich dachte, das ist der gelbe Bereich. Jetzt heilt das natürlich nochmal. Wisst ihr was? Erdbeben. Nee. Drachenblut. Nee, Aeroas. Nee, Kaskade. Naja, gut. Aber hat die so krass viel Spezialverteidigung oder Verteidigung oder woran liegt das? Was denkst du? Mann! Das ist mir auf dem Sack. Sack jetzt. Darin liegt das, glaube ich. Ja, ich glaube, Volona hat viel Spezialvorteile, aber da, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Enderon ist mein Lieblings-Pokémon. Nee, das sagst du jetzt nicht so. Wer kommt jetzt rein? Rizeros. Oh, da würde ich Killer Junior nehmen. Einfach mal für so einen Big Boss Fight nochmal. Ich würde, obwohl ja doch, ist egal. Eigentlich hätte die Frage ist, wenn der Hornbohrer kann, wäre scheiße. Ja, Stahl-Pokémon reinnehmen. Würde ich genau das Stahl-Pokémon, aber die Vierfachschwäche möchte ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen, ehrlich gesagt. Rasurblatt. Mach ihn weg. Er ist komplett blind. Er hat keine Augen mehr. Die Frage ist, was ist das letzte Pokémon? Enteron ist mein Lieblings-Pokémon, schreibt er, du Schwein. Oh, das muss ich dann verwechselt haben. Habe ich mir mal so gemerkt. Aber eigentlich ist, also weiß ich nicht, ich finde Enteron schon sehr cool, aber ich finde Enteron viel cooler als Enteron. Ich finde beide cool. Da ist es nochmal. Das letzte Pokémon ist... Welches jetzt, was er am meisten hasst? Was Jonathan nicht mag. Was er mag? Ach, weiß ich nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Hauptgenesung, das lädst du sogar nochmal auf. Oh, witzig, wir hören mit Jonathans Lieblings-Pokémon auf. Wir haben noch nicht mal angefangen. Es geht die Top 4 erst richtig los. Jetzt wird nochmal aufgedreht. Kommt nochmal... Noch eine Herausforderung. Wie ist der Dude, den wir in der Höhle, der beim Höhlenausgang stand? Sag doch mal, das war nicht Heiko. Du meinst. Der beim bei der letzten Höhle, bei der Siegestraße. Hat das doch auch die ganze Zeit, das ist doch dieser kleine Junge, den wir die ganze Zeit begleiten. Heiko.
Okay, ja. Der mit den grünen Haaren. Ja. Der müsste jetzt nochmal kommen. Easy wegbesiegt. Ich habe ja ehrlich gesagt, nach dem ersten Kampf war ich mir nicht so sicher, ob wir das hier durchwuppen. Nee, da dachte ich auch noch, das wird noch holprig. Aber... Martin, das ist ja jetzt die Person, die du gelesen hast. Achso, ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, Ayune. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Ayune gewinnt. Achso, das bin ja nicht. Das ist der Erzähler. Was? Wo bin ich? Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten, sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht, Höns Neuer, wo ich sage... Jetzt doch nochmal ein Kampf. Bringst du es mich? Ayune! Möchtest du nicht ein paar Tipps, bevor du den Champ herausforderst? Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Ayune! Willst du mir etwa sagen, du hast den Champ besiegt? Das muss Gia lesen oder so. Siehst du, was habe ich dir gesagt, Brix? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Ayune zu machen. Ayune, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar den Champ, dass du dann sogar Champ geworden bist, oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mal sehen. Oh, du hast 187 Pokémon gesehen und hast stabile 28 Pokémon gefangen. Das ist ein lausiger Pokédex. Einige Pokémon tauchen nur in bestimmten Regionen auf. Hab nur Geduld. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Wo ist die Urkunde? Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Ayune? Nein, neuer Champ. Komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ciao, Kumpel. Das ist ich jetzt, oder? Na, wenn es die Ringe nee, so Kilian, bestimmen. Glaube ich. Nee, ich bin der Professor gewesen. Ayune, das ist dein Tag. Herzlichen Glückwunsch. 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 Da muss eigentlich weitergehen. Wer denn? Ich? Du, ja. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Schau, Ayune. Schade, dass wir nicht die Musik hören können. Speichervorgang, das Gerät nicht ausschalten. Da sind sie. Latios, Dragotan. Ente! Nusskopf! Killer Junior, das sind alle! Nicht so schlimm. Ach, da werde ich sentimental. Und wir! Champ der Pokéball-Liga, herzlichen Glückwunsch! Spielzeit 57 Stunden? Naja, mit dem Turbo-Knopf. Ja. Oh, was ist jetzt hier? Credits, ey. Da wird mit dem Fahrrad nochmal gefahren. Wie viele Streams haben wir dafür gebraucht? Weißt du das? Weiß ich ja. 13? Heute ist der, glaube ich, der 13. oder 14. Krass. Da sind sie nochmal alle. Alle, die wir haben? Nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Und jetzt kommt nochmal eine Top 4, aber. Nee. Jetzt kommt keine Top 4 mehr. Jetzt ist vorbei der Mai. Also ja, Mensch. Kann schon sein, dass noch eine Top 4 kommt, aber
Ja, und das lassen theoretisch, wir mal. Ja, man kann immer noch ein Pokémon wegfangen auch. Oder können wir jetzt nicht Pokémon noch... fangen? Und man kann doch jetzt zu quasi Rayquaza gehen. Diesem Level 70er Pokémon. Wie mit den Editionen des Mio. Was willst du da? Na, noch ein Level 70er Pokémon fangen. Aber sowas wie noch ein krasser, starker Trainer ist nicht mehr angesagt. Ja, da sind doch Trainer drin. In der Höhle. Ja, ich sag mal so, das würde ich nochmal privat mit euch besprechen und mich dann entscheiden, ob wir das noch machen wollen. Koji Nishino, Shigeki Monito, Kenji Matsushima. Danke, dass wir euer Spiel spielen durften. Kenji Tominaga. Also Marcel, was wir auf jeden Fall noch machen müssten, wäre in den Rätselraum zu gehen. Und eigentlich wolltest du auch noch einen Wettbewerb machen. Ich will keinen Wettbewerb machen. Ein Wettbewerb mal. Sichlor. Oh. Jurak. Da war ja was. Der Schandfleck dieses Let's Plays. Ist das eigentlich Ayune hier, der auf dem Fahrrad? Das ist Ayune, ja. Wer ist das davor? Treu? Nee, das ist nee. Briggs oder wie Briggs. Der ist. Briggs, ja. Ja, das läuft. Sieht sicher hier. Können wir 15 Minuten so durchlaufen, dass da haben wir die 2 magische Stundengrenze auch erreicht. Hm. European Blind Reunion. Ganz dickes Danke nochmal an Gabriela. Waren beste Menschen. Was ist denn rechtlich, jetzt? Rechtlich muss das natürlich auch geklärt sein, ne? Ende. Jetzt oder ist es ein Anfang? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So. Jetzt sind wir ja wieder zu Hause. Der Vater hat, glaube ich, Kian gesprochen. Hm? Hey! Das ist ja Ayune! Du hast uns ja schon lange nicht mehr besucht. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe hier etwas für dich. Das soll ich dir von Mr. Bragg geben. Bootsticket? Und das packe ich auch in die Tasche ein. Ein Ticket für eine Fähre? Ich weiß, das ist in Graphitport City und Segrabsolb City Anlegestellen für Fähren gibt. Na dann hinder. Ayune, wenn du den Ehrgeiz eines Trainers hast, oh oh. Dann geh zum Duell, Tom. Dort wirst du lernen, dass der Weg eines Pokémon, eines Trainers niemals ein Ende findet. Oh, oh! Ich muss jetzt wieder in die Arena von Greenbrook City. Ich danke dir, dass du dich während meiner Abwesenheit um das Haus kümmerst. Ja, der geht zu seiner zweiten Familie, so sieht's aus. Papa war nie da für mich. Das ist wieder typisch dein Vater. Da kommt der das erste Mal nach ewiger Zeit nach Hause und spricht nur über Pokémon. Er sollte sich lieber ausruhen und etwas hier bleiben. Ich bin einsam. Ciao. Tschüss, Mutter. Und etwas hier bleiben. Ciao. Ach, jetzt habe ich ja wieder Kind fliegen. Und wir müssen noch... Was machst du denn hier? Wir müssen noch, Ayune. Nee, ich möchte keinen Fortschritt speichern. Wir müssen noch die Pokémon freilassen, die jämmerlich verreckt sind. Die wir verbluten lassen haben. Hä, wenn wir aber ein richtiger Trainer sind, dann gehen wir in diesen Turm. Kannst du doch am Ende machen. Ach so, kann ich auch am Ende machen, ja. Aber ja, du musst es noch weglegen, das stimmt. Pokémon bewegen, genau. Weg damit. Das muss ich auch ehrlich sagen, mochte ich in unserem Team auch gar nicht. Lugia.
glaube ich dir. Gott sei Dank ist es endlich weg. Ja, ich würde erstmal wieder Tuggetick reinnehmen, weil ich keine Lust habe, mir Gedanken zu machen. Nee, ist auch richtig. Puh, ja, dann... Marcel, jetzt ist nochmal die Frage, wenn wir in diesen Turm da gehen sollten, ne? Und falls das so eine Höhle ist, wo am Ende ein Level 70er Pokémon auf uns wartet, wollen wir dann wieder Superschutz kaufen? Ach stimmt, das ist ja gerandomized. Könnte man sich überlegen, ja. Ich würde jetzt hier erstmal abspeichern. Speichere erstmal ab. Und dann ist es vielleicht auch der letzte Teil, weiß ich ja nicht. Sagt er so. Ja, ansonsten haben wir das doch irgendwie mit fast keiner Blessur durchgeschafft. Das hätten, die Situation war auch, also hätten wir Ero Ass nicht gehabt, was garantiert trifft, dann hätte das wirklich übel ausgesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir wirklich dem Teamwipe nochmal über, also rausgesprungen. Der Schippe raus, also wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Na gut, dann würde ich sagen, tschüss. Es war mir eine Freude, eine Ehre, dass alle hier waren und so toll beteiligt waren hier. Da will ich euch schon wieder hier rütteln und schütteln. Tschüss, schönen Tag noch. Ich bin traurig. Alles wird gut. Ciao. Mua.